Hallo und willkommen zurück bei Elex! Ja, wir versuchen jetzt nochmal da hinten hinzugehen. Das war ja bei der letzten Folge etwas nervend aufreibend. Das ist ein bisschen weiter weg. Zur Not fliegen wir einfach über alles. Boah, ist das scheiße laut wieder hier. Und wir werden direkt angegriffen. Okay, von diesem kleinen Viech. Kein Problem. Kannst du da an. Okay, hinter uns ist noch einer. Okay, wer ist da? Den haben wir platt gemacht. Speichern. Aber da ist noch einer. Ich sehe doch den roten Punkt. Hä? Ist der jetzt hier durchgebackt oder so? Alter, Falk ist nicht mehr irgendwie gefährlich zu uns. Ach, da. Ach, der Raptor. Ja, komm ran hier. Ich mach dich kaputt, ey. Ich helfe dir. Also der Raptor, den sehe ich jetzt nicht als Bedrohung an. Guck mal, wie viel Schaden wir dem machen, obwohl der Boss ist. Der rennt doch an. Dark Souls Taktik gewinnt immer. Man muss halt nur, wenn man mehrere Angriffe macht, richtig aufpassen. Ja, das war doch easy. Boah, 60 Erfahrung. Ja, komm. Das war easy. Warum der mir rot auf dem Radar angezeigt wird, weiß ich. Ja, okay, orange. Das ist orange. Ich helfe dir. Guter Schuss. Mir gehen die Pfeile langsam wieder aus. So, hier ist noch was anderes Orangenes. Zwei Stück sehe ich da. Wobei, der ist tot, oder? Aber ich habe hier gerade noch ein Rennen gesehen. Oh. Ja, bist du stark? Ein Sex. Mal gucken, wie stark du bist. Also der passiert nicht so einfach. Okay, die Welle macht ihm gar nicht mal viel Schaden. Also der hat keine Energie, oder? Hat er gerade noch Energie? Der greift auf jeden Fall nicht an. Oh, jetzt hat er angegriffen. Jetzt rennt er weg. Oh ne. Jetzt macht er seinen gefährlichen Angriff. Also so ein Skex ist gar nicht mal so schwach. Wir machen gefühlt keinen Angriff. Also keinen Schaden. Außer wir machen das. Ich speichere hier mal, weil den machen wir platt. Den machen wir platt. Egal was es kostet. Den machen wir platt. Okay, das hat Schaden gemacht. Trotz Blocken. Aber den machen wir trotzdem platt. Den machen wir platt. Egal was es kostet. Also Kuh macht auch immer mit Schaden. Wollt ihr jetzt mich anfurzen oder was? Oh ne, oh ne. Ja komm, greif an. Wenn man die harten Heavy-Angriffe. Kuh! Bam! So, gleich ist er tot. Greif an. Okay, ich greif an. So. Siehst du, jetzt machen wir sogar schon so harte Dinger platt. Nur mehrere. Also wenn die alleine sind, dann ist das mittlerweile alles kein Problem mehr. Wenn die mehrere sind, dann wird es schwierig.
Ist halt immer so eine Sache, wie du an die Kämpfe rangehst. So. Ich würde auch gerne noch diese Verbannten mich mit denen anlegen. Aber ich glaube, die sind noch krasser. Wie komme ich denn da am besten hoch? Na gut, hier kann ich eh nicht hin, das ist ja alles vergiftet. Also ich muss wahrscheinlich irgendwie da hochfliegen. Naja, hier scheint so ein kleiner Weg zu sein. Wir versuchen mal über die Natur da hinzukommen. Na toll. Wow, jetzt habe ich da echt Schaden bekommen. Okay, ich glaube, so ein Ding werden wir nicht kaputt bekommen. Ich muss da aber rein. Wir probieren es mal. Da drüben. Aufladen, blocken. Oh shit. Ey, lass mich auch mal angreifen. Ich hab Q gedrückt. Shit, das hat gesessen. Der hat auch gesessen. Ich warte gerade, bis die 4 wieder ready ist. Oh fuck, der hat gesessen. Komm schon. Oh fuck, 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 fuck. Oh, ich hab keinen Heilrand mehr. Ja. Aber den können wir platt machen. Ich brauche nur genug Zeug. Komm, wir versuchen es nochmal. Da drüben. Natürlich so nicht. So nicht. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir Jax die ganze Zeit haben und wir hauptsächlich sein Target sind. So ein Mist, da wollte ich gerade einen Heiltrank ziehen. Vielleicht laufen wir auch einfach nur durch. Okay, wir probieren durchzulaufen. Ach, hier ist ja gar nichts. Hier ist ja gar nichts. Wir müssen den gar nicht töten. Ja, okay. Wie kommen wir denn am besten da hoch? Oder müssen wir durch das Observatorium gehen? Ich find's cool, dass du damit so gut umgehen kannst, Falk. Oh scheiße, ich muss niesen. Sorry. Wir hüpfen mal hier rüber. Im Moment ist erstmal wichtiger, nach oben zu kommen und dann gehen wir in die Richtung. Versuchen wir da hoch zu fliegen oder gehen wir lieber erstmal hier durch? Weil hier scheinen wir auf so einer Ebene zu sein. Hier ist sogar ein Weg. Wahrscheinlich hätten wir hier durch irgendwie gehen können.
Da folgen wir doch mal den Weg, ne? Speichern. Ja, dieser Schatten hätten wir vielleicht sogar platt gekriegt, aber der war ein bisschen zu stark jetzt. Da drüben! Ich greife an! Ja, ich vergeude unnötig Leben hier gegen diese kleinen Viecher. Ist eigentlich total unnötig. Oh, da, wir sind da. Aber erstmal wieder heilen. Kommen hier drei Schnitzel rein und Judas. Hier hat nur einer Holz gehackt, aber hier ist nichts weiter. Wir folgen einfach weiter dem Weg. Oh, schön, großer Heiltrank. Wir müssen auch mal wieder ein paar Heiltränke irgendwann herstellen. Wir müssen weiter nach oben. Warte, können wir hier hochklettern? Hier war doch gerade Leertasten-Ding. Ich hoffe, wir kriegen irgendwann mal so ein schneller Aufladding fürs Jetpack. Ach, das ist doch mein Raumschiff. Also das ist doch mein Schiff. Ja, können wir nicht hier irgendwie noch was anderes rauslooten aus meinem Schiff? Wegen der Elektroteile. Ja? Hier hast du eine Miniatur-Elex-Batterie. Eine herausragende Erfindung des neuen Zeitalters. Manch einer würde so einiges geben, um sich diese Energie einfach einzuverleiben. Dann runter damit. Kalan, bewahre! So hatte ich das nicht gemeint. Reinste Verschwendung eines solch seltenen Fundstücks. Ich habe persönlich keinerlei Interesse an Elex. Das höre ich nicht häufig. Wir Kleriker schwören auf die Reinheit. Ich habe es bloß einmal unwissentlich zu mir genommen. Und um ehrlich zu sein, hat es mir nicht viel gegeben. So, so. Wie sieht's aus bei dir? Ich beginne jetzt, vieles klarer zu sehen. Schön. Ich trau dir immer noch nicht. Alter, hier muss doch noch irgendwas Cooles muss hier doch rumliegen. Oder ich muss doch irgendwie... Alter, ich muss doch mein Raumschiff betreten können. Als ob man hier aus dem Gleiter nichts rausluten könnte. Also ich würde hier auf jeden Fall versuchen, irgendwas draus zu machen. So, was haben wir jetzt beim letzten Mal nochmal gesagt? Wir gehen wahrscheinlich hier oben hin. Hier waren mehrere Sachen. Das heißt, wir gehen über die kleine Farm. Ja, auf den Kommentar einzugehen. Ja, ich wäre auch gerne ins Klerikergebiet, aber ich bin irgendwie so, ich muss erst alles abschließen. Also ich am liebsten alles clearen, 100%, bevor ich weitergehe. Was haben wir denn hier? Es war alles eine verdammte Lüge. Sie haben abgelehnt, haben mich abgelehnt. Rettung. Ach so, ja. Da haben sie die Rettung versprochen. Wenn morgen die Welt brennt, erinnere ich mich heute an ihre Schönheit. Kann ich die Axt mitnehmen? Schade. Wir gucken nochmal da im Haus. Obwohl, da war doch auch so ein Riesenviech, ne? Oh, da steht sogar das Riesenviech. Können wir diese Riesenviecher mittlerweile irgendwie... Können wir denen was? Sollen wir es mal probieren? Nee, wir lassen es.
Wobei, wir könnten den Moloch hier hinjagen und die Berserker können sich drum kümmern. Aber dann hätten wir nur noch mehr Berserker auf dem Gewissen. Was wir mal machen können, wir können da in diese große Kuppel reingehen. Aber ich glaube, da kriege ich wieder eine Milliarde zusätzliche Quests. Bis das wieder ins geht. Oh ne, das sind zwei. Wir laufen weg. Komm, wir laufen weg. Jetzt sag nicht, der ist kaputt. Boah, ey, das ist doch lächerlich. Komm hier. Können wir noch Teamwork machen? Sind hier noch Leute? Hallo, jemand zu Hause? Hier ist tatsächlich niemand mehr, aber alles verboten. Wo sind denn die ganzen Leute? Ach, die sitzen hier auf den Feldern. Der kleine Heiltrank war erlaubt. Na komm schon. Ich will jetzt nicht wieder da. So. Komm, wir chillen erstmal. Können wir jetzt was braten? Nee, komm. Da liegt doch Fleisch rum. Steh auf! Können wir das looten? Tatsache. Oh, schön. Wieder mal ein schönes Essen herstellen. Wir brauchen Drüsen und Wasserflasche. Wo wir auch immer her. Oh, Giftresistenz. Wo auch immer wir Wasserflaschen herbekommen. Ominöser Zettel. Seerose. Hier liegen noch Flaschen. Kann ich nicht mitnehmen. Gucken wir uns mal den ominösen Zettel an. Wobei, wenn man jetzt irgendwie einen Krug, wenn man den irgendwie für... Egal. So, ominöser Zettel. Fred war hier. Alles klar, Fred. Dann weiß ich Bescheid. Was ist das überhaupt? Ist das eine Berserkerstadt oder? Naja, aber es sieht mehr nach Technik aus. Könnte eine Klerikerstadt sein. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Hat eine Energiekuppel. Wir versuchen mal hinzugehen. Ohne jetzt hier die Skates anzugreifen. Ich habe jetzt keine Lust auf so einen bewusstlosen Begleiter, der dann hier 100 Jahre rumliegt. Komm, den machen wir platt. Ein Kampf! Oh, der bringt schöne Erfahrungen, aber unnötig viel Schaden habe ich kassiert. Unnötig. Wir speichern mal. Warte, kann man hier was looten? Das sah so aus. Okay, der läuft weg. Frage ist, wie kommen wir da hoch? Jetzt ohne uns wieder hier. Es muss ja auch einen Weg nach da oben geben. Wir müssen noch mal gucken, wie wir Pfeile herstellen. Ah, Ratten. Die machen komische Geräusche, wenn die sterben. Ist das jetzt eigentlich 10er? Oh nein, das sind die großen. Ich speichere mal. Steinklaue, da können wir wahrscheinlich nichts mit anfangen.
Es sind auch noch zwei. Wir laufen andersrum. Wer weiß, wie stark die sind. Nachher hauen die den Falk bewusstlos und ich hab gar nichts davon. Oh, schade, das wäre jetzt cool gewesen, wenn man hier durchgekommen hätte. Also wir können hier auf jeden Fall hochfliegen, auch wenn ich lieber jetzt mal den normalen Weg gegangen wäre. Oh, wir können sogar hochklettern. Sollen wir mal versuchen? Verdammt! Ja, kannst ruhig gucken. Du wärst natürlich direkt nach bis ganz oben geflogen, ich weiß. Aber nicht jeder hat so ein geiles Jetpack wie du, das einfach unbegrenzt fliegen kann. Viele müssen noch warten, verstehst du das, Falk? Hör auf, da rumzuzappeln. Der hat ein paar Probleme. So. Wenn ich etwas als Kunst bezeichnen würde, dann diese Kuppel. Ein wahres Meisterwerk der Technik. Ja, unser die Frage Aufenthalt ist, hier scheint mir äußerst riskant. Warum? Was sind das für Viecher? Oh. Ich speichere mal, ich flieg mal hier hoch. Wo sind wir denn hier überhaupt? Schlechter Zeitpunkt. Kommen die hier hoch? Sind wir noch im Kampf? Speicher nochmal. Also es scheint keine Kleriker-Dings zu sein. Ach, sieh einer an. Den könnten wir auf jeden Fall für bestimmte Sachen gebrauchen. Tun wir aber nicht. Im Moment zumindest nicht. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, wenn wir uns mit dem anlegen. Alter, wechsel doch mal die Waffe. Achso, der kann auch schießen. Jetzt macht er wieder seinen starken Angriff, wahrscheinlich. Ja. Okay, den können wir überstehen. Wo ist denn Falk, bitte? Oh, warte, da ist noch einer, ne? Oder hat sich das nur so angehört? Falk, kommst du mal bitte hier runter? Du hast ein Jetpack. Oh shit. Alter, was hat denn der für eine Rüstung an? Der hat aber irgendwas auf dem Rücken. So. Schon alleine gemacht. Oh, was sind das für Leute? Ich wollte eigentlich die ganze Zeit diese Fässer hier hochladen, dazu kam ich aber nicht. Ist das ein Banditenlager hier? Oder sind das Outlaws? Ich muss auf jeden Fall jetzt ein bisschen mehr essen. Speicher mal. Ich weiß nicht, ob das jetzt Freunde oder Feinde hier sind.
Ich gehe mal zu denen hin und dann sehe ich ja Feind oder Feind. Hi. Hallo Fremder. Ich habe Berserker, die besten okay. Waren, die du auf deinen Reisen jemals brauchen kannst. Dann zeig mal, was du hast. Nur das Beste für einen Abenteurer wie dich. Da sind wir mal gespannt. Können wir denn noch was nutzen? Ja, so Kopfbekleidung haben wir ja tatsächlich gar nicht. Haben wir die nicht schon? Ja, doch, haben wir beides. Ja, die braune Kapuze wäre das eigentlich das Einzige, was wir... Ja gut, das würde uns zwei Rüstungen mehr geben. Und wir hätten mal was anderes zum Aussehen, ist aber teuer. Ich weiß ja, so eine Lederkapuze hätten wir zwei Rüstungen mehr, ich weiß jetzt nicht. Aber wir können ja mal verticken. So, ich glaube, wir nutzen zurzeit das Beil, ne? Oder nutzen wir die Axt? Ich glaube, wir nutzen die Axt. Jägerbogen können wir ja noch nicht nutzen. Das Amulett des Diebes. Ja gut, es gibt mir nur Geschicklichkeit. Da finde ich Amulett der Persönlichkeit im Moment viel wertvoller. Komm, den gehen wir weg. Feuerresistenz behalten wir. Ja, den gehen wir auch weg. Warte, erstmal abschließen. X. So, wo ist hier Gegner? Ich höre hier einen Gegner. Oh nein! Ich hatte doch das Beil. Ein Reißer. Ja, aber dies war ja sowieso besser, deswegen haben wir jetzt direkt eine andere Axt, nicht mehr das Beil. Bin mal froh, wenn wir endlich mal einen besseren Bogen bekommen. Wobei, die sieht eigentlich gleich aus. Ein Federvieh. Wir erkunden hier erstmal weiter. Oh, ein Rucksack. Ein Truhenschlüssel. Und natürlich wieder den allseits bekannten Besen. Den nehmen wir natürlich mit. Dass hier einer einfach sein Zeug rumliegen lässt. Ohne Anleitung. Für Heiltrank. Oh, ist das hier wieder... Können wir eigentlich direkt unseren Müll verticken. Nicht, dass das dem hier gehört. Wir looten einfach alles. Ist ja nicht schlimm, ne? Nö, die beschweren sich gar nicht. Gut. Dicke Zigaretten. Oh. Ominöse Zettel. Fred war hier wahrscheinlich. Gucken wir nach. Der wird hier gar nicht angezeigt. Ruhe! Wir machen so einen Lärm. Alter, was ist denn mit dir? Ja, das ist gerettet. Aber was habe ich denn hier gesehen? Was ist das denn? Ach, Metallschrott. Sah so aus wie eine Waffe, aber dass hier keiner ist. Oh, da sind auch noch Leute. Gehen wir mal dahin. So, wenn mich nicht alles täuscht, ist das jetzt hier die Folge 20, ne? Das heißt, wieder runde Folge, Doppelfolge. Ich hätte die alte Welt gerne einmal intakt gesehen. Das Federvieh hat komische Bewegungen gemacht. Ich weiß, von wem du redest.
Ich habe jetzt keine Outlaws. Das glaube ich ja nicht. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Jetzt nicht. Willkommen im Lager der Unreinen, wo sich die armen Seelen treffen, die diese stinkenden Kleriker nicht in die Stadt lassen. Was macht ihr hier? Sag mal, hörst du mir nicht zu? Wir warten hier darauf, dass sich die feinen Herren Kleriker dazu entschließen, uns in die Stadt zu lassen. Es gibt einige Outlaws in der Stadt, die Kleriker bereits bearbeiten, dass die Eingangskontrollen gelockert werden. Aber sowas braucht Zeit. Wenn die falschen Leute Wind von euren Plänen bekommen... Das passiert sowieso nicht. Die Kleriker hören nur das, was sie hören wollen. Der ist doch Kleriker, oder nicht? Ich möchte auch in die Stadt. Hast du es denn schon versucht? Nein. Da du kein Outlaw bist, würde ich es an deiner Stelle erst einmal versuchen. Wenn er dich wegschickt, dann komm wieder zu mir. Ich wüsste vielleicht, wie du hineinkommst. Das ist allerdings mit etwas Risiko verbunden. Geht's dir auch so? Also du kannst doch nicht weitergehen. Wer soll denn damit rechnen? Also was mich jetzt noch ein bisschen mehr verunsichert und ich noch weniger Falk traue ist, Falk ist ein Kleriker, ja? Der ist doch ein Kleriker, oder? Also ich meine, Falk ist ein Kleriker. Hat er jemals gesagt, dass er ein Kleriker ist? Ich glaube, Falk ist ein Kleriker. Vielleicht ist er auch ein Outlaw, der dem Kleriker die Sachen abgenommen hat. Also er hat die Kleriker getötet, die wir gesehen haben. Natürlich den Besen mitnehmen. Und hat einfach nur seine Kleidung übernommen. Lass mich damit in Ruhe. In Wirklichkeit gar keiner. Sondern ein Outlaw, der einfach nur dieses Zeug sammelt, damit er es verticken kann. Und wir geben es ihm schön. Möglich ist das, weil er hat nämlich gesagt, dass es eine schlechte Idee ist, in die Stadt zu gehen. Also er findet es nicht gut, da zu sein. Aber ich meine, wenn er doch Kleriker ist, dann müsste er sich doch in einer Klerikerstadt wohlfühlen, oder nicht? Dieser Teleporter hat eine Verbindung zu einem weiteren, der sehr weit entfernt von hier ist. Scheinbar habe ich gerade noch einen weiteren Teleporter in der Nähe des Horts der Kleriker in Ignadon aktiviert. Geil! Das ist natürlich ideal, dann können wir direkt zu den Klerikern rüber. Das werden wir wahrscheinlich auch mal nutzen, ne? Wobei, wir haben ja hier in der Gegend noch ein paar Quests. Alter, der sieht seilig aus. Ich kann da theoretisch auch einfach drüber fliegen, oder? Halt! Keinen Schritt weiter! Ohne gültige Zugangskarte wird niemand mehr in die Stadt gelassen. Lass uns durch. Wenn ich euch kennen würde, vielleicht. Aber dem ist nicht so. Woher bekomme ich eine Zugangskarte? Gar nicht mehr. Wir haben Weisung, niemanden mehr hineinzulassen. Diese Stadt ist ein Pulverfass und wir Kleriker versuchen alles, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Wir können es uns nicht leisten, noch mehr schädliche Elemente in die Stadt zu lassen. Die Outlaws scheinen mit unserer Führung nicht ganz zufrieden zu sein. Aber ohne Ordnung und Gesetze kann keine Zivilisation bestehen und wir können hier keinen Aufstand gebrauchen. Es gibt eine Menge Leute, die nicht in die Stadt kommen. Mit denen kannst du dich ja zusammenschließen. Sie haben sich weiter draußen in einem der alten Häuser eingenistet. Wie steht es um Truppenbewegungen der Alps hier in der Gegend? Tja, hier in Abessa ist eine Menge los, kannst du dir vorstellen. Was vor allem daran liegt, dass wir uns hier so nah an Xarkor, dem Eisland im Norden, befinden. Mich interessieren vor allem die Elexitoren. Jetzt, wo du es sagst? Elexitor Kallax ist vor ein paar Tagen mit seinen Soldaten und einer Truppe Kampfmaschinen hier vorbei Richtung Norden gezogen. Keine Ahnung, was er hier wollte, aber er schien sich nicht für unsere Stadt zu interessieren. Kallax zog in den Norden. Wie lange ist das her? Ich sagte ja, ein paar Tage. Er ist mit Sicherheit schon wieder in der Hauptbasis der Alps, im Eispalast oben in Xarkor. Warum interessiert dich das? Du bist doch nicht so lebensmüde und willst es mit den Elexitoren aufnehmen, oder? Nein. Ich bin noch nicht so weit. Aber es ist gut zu wissen, was der Feind vorhat und wo er sich gerade befindet. Oh Mann, noch so ein Spinner mit Heldenkomplex.
Ich hoffe, das ist nicht ansteckend. Komm mir bloß nicht zu nah. Okay, weil er meint ja auch, er kennt uns nicht. Vielleicht meint er uns, aber vielleicht meint er auch Falk. Falk ist doch ein Kleriker. Wieso lässt er sogar Kleriker nicht rein? Halt. Keinen Schritt weiter. Oh. Ja, ich will doch nur die Energiezelle. Ich speichere mal, schleiche. Kannst aufhören zu schleichen, ich sehe dich. Gut, ich will nur die Energiezelle. Hier gibt's bestimmt irgendwo ein Loch. Oh, wir kriegen tatsächlich Schaden. Aber wir müssen wahrscheinlich zu den Kleriker gehen, um uns dann so einen Zugang zu holen. Oh, was haben wir denn hier? Speichern. Oh, noch ein Eingang. Hallo. Halt! Ohne ID wird niemand in die Stadt gelassen. Wie ist die Lage in der Stadt? Die Stadt steht kurz vor der Explosion. Outlaws, Berserker, Kleriker. Alle auf einem Haufen. Ich sage dir, das wird nicht mehr lange gut gehen. Man sollte sich gut überlegen, wem man hier einen Gefallen tut und wem nicht. Besonders diese verdammten Outlaws überall gehen mir auf die Nerven. Du scheinst Outlaws nicht leiden zu können. Wundert dich das? Wir haben viel zu viele von ihnen in der Stadt. Sie machen nichts als Probleme. Und draußen vor der Stadt auf dem alten Hof hängen schon wieder ein halbes Dutzend von ihnen herum. Ich wünschte, irgendjemand würde sie einfach vertreiben. Wenn du verstehst, was ich meine. Du willst, dass die Outlaws vor der Stadt sterben? Wow, wow, wow. Immer langsam. So habe ich das nicht gesagt. Auch wenn ich es bestimmt nicht schade fände, wenn sie keinen Ärger mehr machen würden. Warte, wir können die echt platt machen? Wegen den Outlaws vor der Stadt. Ich würde denjenigen, der sie zum Verschwinden bringt, auch großzügig entlohnen. Okay. Von welchen Outlaws redest du genau? Du bist ihnen bestimmt schon begegnet. Sie sammeln sich östlich von hier auf einem der alten Höfe. Das waren aber viele. Gar nicht weit von der Stadtmauer entfernt. Alter, rennt dann ein Alp rum? Ein Separatist? Wir gehen jetzt erstmal nicht drauf ein. Wir sind ja keine Killer. Einfach so. Ich mach einfach mal den hier. Lass mich durch. Ich möchte in die Stadt. Dann geh zu Gregor am anderen Tor. Er ist der Einzige, der die Erlaubnis hat, neue IDs auszustellen. Es werden nicht mehr sehr viele Leute reingelassen. Das liegt wohl auch daran, dass so viele verdammte Outlaws versuchen, in die Stadt zu kommen. Da rennt doch ein Separatist rum. Wegen den Outlaws vor der Stadt. Warte, wir wissen ja, dass die einen Weg haben. Ich würde denjenigen, der sie zum Verschwinden bringt. Na, darauf gehen wir jetzt erstmal nicht ein. Wir wollen ja keinen töten. Und wenn wir vielleicht mit dem Hunter reden. Der hieß doch Hunter oder so, ne? Was? Das war kein Double Kill? Dass wir denen dann eventuell das sagen können, wie die reinkämen. So, wir wären dann sozusagen die Petze. Wir würden verraten halt, wie der reinkommt und ja. Wir können aber mal gucken, wie viele Outlaws das waren. Nur mal so. Um zu gucken, was der sich da überhaupt vorstellt. So, da waren die. Wir können ja mal sporadisch gucken. Also keiner ist Boss oder so. Es sind aber viele. Meinst du wirklich? Eins, zwei. Warte, sage ich das nicht. So eine Ziege. Aber fünf Stück. Wie soll das alles bloß enden? Nein, das kann ich nicht glauben. Die meisten gehen mir auf die Nerven. Wo ist denn Hunter? Da ist Hunter. Aber das wir können ja mal mit dem reden. Das glaube ich ja nicht. Ich möchte auch in die Stadt.
Hast du es denn schon versucht? Ja. Und er hat dich nicht reingelassen, richtig? Sonst wäre ich nicht hier. Also pass auf. Ich habe eine Möglichkeit, wie du in die Stadt kommst. Aber die ist riskant, weil du möglicherweise nicht mehr herauskommst. Wieso sollte ich nicht mehr herauskommen? Nicht, dass es dir wie Cooper ergeht. Du solltest eines wissen. Jeder, der keine gültige ID hat, wird von den Klerikern nicht durchgelassen. Nicht in die Stadt, aber auch nicht mehr aus der Stadt. Wieso sollte man Leute in der Stadt festhalten? Alter, ich hab keine Ahnung. Frag die Kleriker. Deren Regeln versteht doch sowieso kein Schwein. Da kommen wir auch schon zum Kern der Sache. Wenn du möchtest, gebe ich dir eine gefälschte ID-Karte. Allerdings habe ich eine Bedingung. Wir haben Cooper bereits in die Stadt geschleust. Aber jetzt kommt er nicht mehr heraus. Du musst ihm eine ID mitbringen, sodass er die Stadt wieder verlassen kann. Aber sei dir bewusst, was passiert, wenn du damit entdeckt wirst. Du kommst nicht mehr heraus. Deswegen traut sich auch niemand von uns, damit hineinzugehen. Wir nehmen die mal mit. Ich mache es. Gib mir eine ID-Karte. Hier hast du's. Ach, scheiße. Ich hab ganz vergessen, dass Vic alle dabei hat. Vergiss alles, was ich gesagt habe. Solange Vic nicht wieder da ist, kann ich dir auch keine ID fälschen. Er hat die ganzen Blankokarten. Und wann kommt dieser Vic wieder? Tja, gute Frage. Der ist schon einige Zeit weg. Sie wollten eigentlich nur um die Ruinen hier ziehen und nachsehen, ob es hier noch etwas gibt, das es sich einzusacken lohnt. Du könntest ja nach ihnen suchen, wenn du es eilig hast, in die Stadt zu kommen. Sie sind Richtung Nordwesten aufgebrochen. Durchsuche einfach die ganzen Häuser, die da so stehen. Dann wirst du sie schon finden. So, ich will ja natürlich nicht die ID fälschen, sondern ich will die Petze sein, ja. Also ich will den Klerikern jetzt sagen, hör mal, die wollen IDs fälschen, deswegen gehe ich jetzt nochmal zu beiden Eingängen. Und werde gucken, ob da irgendwie sowas geht. Aber ich hoffe, ich kann denen das jetzt sagen. Keinen Schritt und. Nee. Okay, kann ich das dem anderen vielleicht sagen? Ansonsten würde ich sagen, gehen wir einfach mal zu den Klerikern darüber. Halt! Und. Wegen den. Ich. Nee, schade. Aber weißt du was? Warte, wir gucken jetzt erstmal nochmal auf die Karte. Ja, hier oben wäre jetzt die Hochleistungs-CPU. Aber was war denn jetzt hier noch? Wir gucken erstmal alles auf der Karte an. Ja, das wäre auch hier. Ja, das ist Hunter. Klar. Ja gut, die waren unten. Ich werde den nicht töten. Das werde ich machen, so. Den könnten wir machen, wenn wir zu den Klerikern gehen. Also im Moment will ich nämlich eigentlich wirklich nur zu den Klerikern. Ah, es war in der Nähe der Kleriker. Oh, der wäre ja auch hier. Könnten wir platt machen. Also hier hängt alle. Hier ist ein richtiges Questgebiet. Der bewegt sich. Der bewegt sich auch. Krass. Ich glaube, hier waren sogar ein paar Sachen. Aber egal, wir gehen jetzt erstmal zu den Klerikern. Deswegen aktivieren wir einfach mal den. Weil ich würde mich gerne den Klerikern halt anschließen. Schwupp. Alter. Boah, die haben auch die fetten Max. Nur, dass sie bei denen auch cooler aussehen. Bist Hallo, Leben. Du etwa die Verstärkung?
Welche Verstärkung? Verdammt, wo bleiben die denn? Ich warte jetzt schon eine Ewigkeit darauf, dass die Leute aus dem Hort mir helfen. Wie soll ich denn Handel treiben ohne Waren? Kannst du mir das sagen? Du bist Händler? Ja. Also momentan nicht. Alles, was ich habe, behalte ich erstmal für mich, bis ich meine Waren zurückhabe. Also hast du doch nicht alles verloren? Oder wie stellt sich die Sachlage dar? Die Dinge, die noch in meinem Besitz sind, stehen nicht zur Disposition. Warum hast du keine Waren mehr? Weil mein Karren von Monstern angegriffen wurde. Und jetzt habe ich keine Waren mehr, mit denen ich handeln könnte. Bei der Flucht vor den Biestern habe ich auch meine gute Waffe verloren. Das heißt, ich kann mich mit dem Schrottteil, das ich noch habe, nicht mal ordentlich wehren. Alter, du hast einen Flammenwerfer. Pass mal auf. Du willst doch bestimmt in den Hort der Kleriker, oder? Wenn du mir hilfst und mir meine Waren wiederbringst, dann sorge ich dafür, dass du in den Hort kommst. Was hältst du davon? Wie kannst du mir helfen, in den Hort zu kommen? Ich hätte einen weiteren Händlerausweis für dich. Mit dem lässt Xander dich auf jeden Fall in den Hort. Also, wie sieht's aus? Hilfst du mir? Wo finde ich deinen Handelskarren? Wenn du von hier Richtung Nordwesten gehst und an der Straße weiter Richtung Westen folgst, solltest du ihn relativ schnell finden. Ich bringe dir deine verlorenen Waren. Ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. Auf die Kleriker im Hort ist einfach kein Verlass. Wer weiß, wann sie mir endlich geholfen hätten. Gut, wir hätten denen so oder so geholfen. Aber erstmal will ich mir... Was ist das hier? Können wir mit dem reden? Hallo, Mac. So, das heißt, wir kommen hier gar nicht rein. Ich wollte hier gar nicht hingehen, weil ich wollte eigentlich noch nicht reingehen. Aber wenn wir anscheinend eh nicht reinkommen, können wir es ja mal probieren. Sieht doch schon geil aus. Hey, Bro. Speichern. Halt, Fremder! Keinen Schritt weiter! Du betrittst den heiligen Boden Kalans! Nur neue Rekruten, vollwertige Kleriker oder Händler mit Passierschein dürfen den Hort betreten! Ich will ein Rekrut werden. Wo bin ich hier? Du bist im Hort der Kleriker, der letzten Bastion gegen die Bedrohung dieser Elex-verseuchten Alps aus dem Norden. Also, wie komme ich hinein? Überhaupt nicht. Solange du nicht von einem Suggestor dazu auserwählt wurdest, die Reihen der Kleriker zu verstärken oder einen Handelsausweis besitzt, darfst du den Hort nicht betreten. Also mich interessiert eigentlich nur das hier. Aber wir fragen trotzdem mal den, wer mal gespeichert. Kannst du für mich eine Ausnahme machen? Nein, ich bin nicht dazu befugt, neue Akolyten für uns anzuwerben. Wie werde ich von einem Suggestor auserwählt? Finde einen, der dich für würdig erachtet. Wir haben rekrutierende Suggestoren im ganzen Land. Rainer zum Beispiel. Er rekrutiert Männer in ganz Abessa. Aber auch er wird nur Leute rekrutieren, die keiner Gemeinschaft angehören. Na komm, wir fragen das auch mal. Woher bekomme ich einen Handelsausweis? Gar nicht. Außer du findest einen Händler, der dir seinen schenkt. So, bestechen werden wir ihn nicht. Wieso kann der denn hier nicht? Ah, schade. Wie sieht's aus bei dir? Ich beginne jetzt. Wieso kann der uns nicht helfen? So ein Mist. Der hat einfach komplett das Gespräch ignoriert. Aber gut, wissen wir Bescheid. So, wo war Rainer? Rainer war in Abessa oder so? Die bewegen sich alle, ist ja cool. Das heißt, ich muss doch irgendwie da reinkommen. Von hier war ja auch ein Weg nach oben, ne? Da kommen wir wahrscheinlich durch. Aber jetzt machen wir dann erstmal seine Handelskarawanen. Ich würde mal gerne gucken, was das denn wohl für dicke Viecher waren, die er wohl platt machen könnte. Und was das wohl für eine super Waffe ist, wenn der Flammenwerfer eine Schrottwaffe dagegen ist, ja.
Also das wäre mal echt interessant. Da steht doch was. Ich fühle mich sehr gut. Okay, also ich habe auch Erfahrung, dass du... Warte, kann ich das jetzt nochmal machen? Nö, jetzt habe ich einfach nur Splitter verloren. Egal. Ich habe gebetet. Na, wobei wir sollten jetzt uns nicht mit dem anlegen. Das ist ein Skat, wenn ich das richtig sehe. Also kein normaler Raptor. Und dann muss ich dann wieder Machtwellen da nutzen. Aber ich habe nur noch zwei. Aber die brauche ich jetzt ja vielleicht für den Karren. Warte, hier liegt doch was. Alles wird hier mitgenommen. Ich muss auch noch mal eine Werkbank finden. Oder aufsuchen. Ich weiß. Alter, ein schicker Panzer. Alter, hier gibt es ja sogar Schützengräben. Warte, funktioniert das Geschütz noch? Ich speichere mal. Warte, ist das. Ist der böse? Hör mal, ich weiß, was du jetzt sagen willst. Wer bist du? Was machst du hier? Zeig mir deine Ware oder so einen Kram, aber nix da. Wir beide haben keine Geschäftsbeziehungen, wir sind keine Freunde und werden auch nie welche sein. Also such dir einen Punkt am Horizont und abmarsch! Lass uns Wölfe jagen. Lass uns handeln. Mit dir? Nö. Ich handle nur mit einem ausgesuchten Personenkreis. Du zählst nicht dazu. Lass uns Wildschweine jagen. Lass uns handeln. Mit dir? Nö. Ich handle. Du? Aber wie kann ich mich denn dann würdig erweisen, um mit dir zu handeln? Also denkt ihr hier in einem coolen Schützengraben? Gefällt mir. Looten wir mal erstmal all sein Zeug hier weg, ne? Alter, hier hängen ja noch mehr runter. Leute, okay. Das scheint etwas größer zu sein, also gucke ich mir erstmal das an, was ich mir auf jeden Fall angucken wollte. Und zwar das Geschütz. Kann man das noch nutzen? Es scheint nicht mehr so aktiv zu sein, oder? Ist auf jeden Fall auf die Stadt gerichtet. Mit den Eisenerzbrocken. Und hier ist noch Metallschrott. Ist auf jeden Fall ein dickes Geschütz. Kann man den Rucksack nicht looten? Ja, so ein schöner Militärrucksack. Schade. Okay, hier ist ja noch irgendwie so ein anderer Typ. Vielleicht war das so, als hier ist ja der Meteor eingeschlagen oder sowas, ne? Vielleicht hat das Militär versucht. Ach, da unten rennt Kleriker rum. Hat das Militär versucht, den Krater irgendwie so. So Ami-mäßig für sich zu haben und hat dann hier die Geschütze drumherum aufgestellt. Für die Leute, die dann auch was vom Kuchen abhaben wollten. Keine Ahnung. Die sehen aber eigentlich noch ziemlich gut aus. Easy. Zu einfach. Der war echt zu einfach. Was haben wir hier? Ersatzteile. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Stellung. Alter, ich hätte gern das Messer mitgenommen.
So, hier muss es doch noch irgendwas anderes geben. Alter, hier liegt einfach Klo. Bekehrer 1? Den gucken wir uns mal an. Den Bekehrer 1. Boah, da brauchen wir mehr Stärke. Ja, da brauchen wir sehr viel mehr Stärke. Weil wir müssen, das ist ja jetzt schon doppelt. Okay, da ist ein Skate. Okay, wir gehen jetzt weiter. Jetzt haben wir uns ablenken lassen. Ne, das ist so ein Steinbrecher oder sowas. Oder wie die hießen. Irgendwas mit Stein hießen die. So, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, muss ich in Odessa um angeworben zu werden. So, meine Güte. Lass uns handeln. Lass uns handeln. Mit dir? Ja, wie kann ich denn mit dem handeln, Mensch? Haben wir noch ein bisschen Alptechnik, by the way? Der Ring der Giftresistenz, der könnte schon ziemlich nützlich sein. Was war denn das für ein Sound? Also diese Viecher hier sollten... Ach so, das sind Reißer. Wir versuchen mal einen zu locken. Ja, komm ran jetzt. Okay. Hey Bro, bist du eigentlich stark oder so? Alter, der hat eine Kettensäge. Der hat aber keine Chance. Wir könnten auch einfach schnell... Ach warte, wir müssen die töten. Wir könnten erstmal versuchen, den hier wegzuholen. Die Steinklaue. Ein Kampf! Alter, wir machen ja kaum Schaden. Solange das zu zweit ist, ist das eigentlich okay. Ich brauche Energie. Okay. Na komm. Ja, ein Schlag zu viel war das. Also immer einen Schlag und dann wieder ausweichen. Also ein bisschen um den rumtängeln, dann müsste Steinklaue kein Problem sein. Außer jetzt. Renn doch nicht weg. Stirb. So. Das ist gerade noch mal gut gegangen. Ja, jetzt habe ich zwar all meine Alpzauber verbraucht. Aber wir wissen so, Steinklauen
waren jetzt sogar noch easier als zum Beispiel irgendwie was anderes. Außer wenn er da sein Super-Ding macht. Ja, die können wir leider nicht platt machen, die drei. Also ich glaube, die wären sogar schwierig, wenn die nicht Totenkopf wäre, weil einfach drei Leute... So, das heißt, wir müssen irgendwie zu Edessen rein. Ja, ich habe eigentlich gehofft, also ich will jetzt eigentlich die Kleriker nicht bescheißen, indem ich mit einer falschen ID da reinkomme. Ich habe eigentlich gehofft, ich komme hier, wenn ich jetzt hier reingehe und dann irgendwie hier mit einem rede oder sowas, dass der mich dann hier reinlässt. Aber jetzt, so wie es aussieht, um hier reinzukommen, muss ich erstmal hier rein. Und im Moment kennen wir leider nur einen Weg, wie wir da reinkommen. Was steht da? Ja, ist halt das hier. Aber ich gebe natürlich erstmal noch nicht auf. Ich gehe nochmal hier unten hin und guck mal, ob ich von der anderen Seite vielleicht irgendwie reinkomme. Ein Kampf. Wo kommst du denn her? Kommt einfach so ein Müllhaufen aus dem Boden raus. Irgendwann werden die wahrscheinlich mit einem normalen Schlag töten. So, oh, die Tour, die kenne ich ja noch gar nicht, oder? Alter! Wie geil ist das denn? Ja, das nehmen wir mit, skillen wir erstmal komplett um. Erstmal müssen wir hier aber auch diesen Müll wegmachen, der nervt mich nämlich. Warte, hier ist immer noch irgendwo. So, hier Hornplatte. Also ich würde sagen, wir nehmen den hier. Und wir können ja dann immer hin und her wechseln. Das werden wir auf jeden Fall behalten. Die Sonnenbrille, die nehmen wir auf jeden Fall. Und jetzt haben wir noch einen sechsten Sinn. Wie geil ist das denn? Eine Hightech-Sonnenbrille? Ja, hier müssen wir jetzt erstmal gucken. Ich wollte ja jetzt eigentlich den und den erstmal voll machen. Also, dass wir alles auf 30 ungefähr haben. Weil danach wird es nämlich teurer. Alter, geil. Alter, jetzt sind wir ein cooler Dude. Aber wir versuchen trotzdem mal weiter hochzukommen. Jetzt sind wir echt ein geiler Dude mit der Sonnenbrille. Hör auf, da jetzt hier so rumzuzappeln. Oh, ich sehe hier Gegner im Radar. Speichern. Wir können ja mal einfach mal drum. Oh, was haben wir denn hier? Also es sieht jetzt nicht so aus, als ob hier irgendwie ein Loch in der Kuppel ist. Steht einfach nur so ein Generator rum. Ich hatte gehofft, vielleicht gibt es ja hier irgendwie so einen Tunnel oder sowas. Also noch einen komplett separaten Weg, wie wir hier reinkommen. Ohne irgendwie was von den Outlaws oder den Klerikern zu machen. Wie kommt man denn hier rein, wenn man Berserker ist oder so? Also ich meine, wie kommst du hier rein, wenn du Kleriker bist? Hast du vielleicht Chance später mit dem zu reden?
Wenn du Kleriker, ja, Kleriker gibt's wahrscheinlich. Outlaw, machst du natürlich die Outlaw. Alter. Die Outlaw-Aufgaben. Aber was ist, wenn du Berserker machst und nichts mit Klerikern und Outlaws zu tun haben willst? Wie kommst du dann in die Stadt? Oder kommt man dann gar nicht in die Stadt? Ja, wir gehen jetzt, wie gesagt, einfach nur rum. Und werden jetzt wahrscheinlich hier oben zu Vic gehen und machen dann hier alle Aufgaben, die auch hier irgendwie sind. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Das sind doch Separatisten der Alps, das sind doch keine Kleriker, oder? Aber wir können ja auch mal... Haben wir gar nicht reingeguckt. Hier in den Turm gehen. Einfach gar nichts. Wow, 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 wow. Wobei, wir müssen ja hier rüber. Schaffen wir das? Speichern. Perfekt. So, ich sehe schon wieder Leute auf dem Radar. Oder Gegner. Perfekt. Die Sonnenbrille ist die beste. Ich glaube, die werde ich niemals wechseln. Wollen wir uns noch ein bisschen Erfahrung? Oh, die sind alle abgehauen, die Feiglinge. Ja, komm ran. Ja, die sind mittlerweile überhaupt kein Problem mehr hier, diese Kindergarten-Dinger. Da drüben sind auch noch welche. Ja, ich glaube, wir sind schneller, wenn wir drüber fliegen. Auch wenn das Fliegen relativ langsam hier ist. So, ich weiß jetzt nicht. Also hier sind jetzt auf jeden Fall mehrere Quests. Kann natürlich sein, dass wir an einem vorbeilaufen, dann müssen wir mal ein bisschen hin und her tängeln. Müssen wir mal gucken. Alle Quests werden wir wahrscheinlich diese Folge eh nicht schaffen. Okay, da oben sind Gegner. Aber cool, dass man die jetzt auch so weit sieht. Was zur Hölle ist das denn? Diese komischen Schildgeneratoren. Gehen wir mal hin. Warte, das sind Alps, oder? Ja. Mit den Alps legen wir uns jetzt mal nicht an. Ein Alp könnten wir vielleicht platt machen, aber da sind ja immer mehrere irgendwie. Also hier sind auch ziemlich viele Gegner, zumindest rote Punkte, vielleicht sind es ja auch Verbündete. So, gespeichert habe ich. Okay. Ratten sollten kein Problem sein. Wobei die Masse macht, ne? Diese Ratten hier! Ich brauche mehr Energie! Alter, ich hab doch geblockt! Stirb!
Ja, die haben ja jetzt Schaden gemacht. Aber nur wegen der Masse, ne? Weil es sind halt viele. Aber wir haben sie trotzdem platt gemacht. Und wir sind jetzt nicht sonderlich vorsichtig vorgegangen, also das war okay. Jetzt mal schnell was rein sneaken. Achso, das bringt nur 7 Gesundheit. Ja, im Moment haben wir echt nur hier... Warte, wir machen das mal auf dem Quickslot. Zack. Ich glaube, wir haben auch noch eine Handgranate, oder? Ja, hier. Das wird jetzt erstmal die 4, weil wir keine Alptechnik mehr haben. Alter, ich habe viel zu viel gegessen, sehe ich gerade. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts mehr zu machen. Das ist keine gute Idee. Ob des Lob. Hier läuft noch ein Radio oder so. Aus dem Orbit. Ach, kann das sein, dass es eine Raumstation gibt, wo halt noch alte Leute, also die alte Menschheit lebt, die geflüchtet ist? Ist das möglich? Also weder Alps noch sonst was, sondern wirklich die, ich würde jetzt mal sagen, wir. Ja, also die Menschen, die halt vorher gelebt haben. Die gar nicht jetzt von diesem Elex geprägt werden, also diese normalen Menschen. Also ich glaube, man weiß, was ich meine. Wenn ich das gerade richtig interpretiert habe, weil ich meine, ich habe aus dem Orbit gehört. Also nicht, dass dann wirklich da so eine riesen Raumstation ist. Ich bin nicht gut genug. Wir hören einfach mal ein bisschen zu der Musik und lauschen. Und looten natürlich alles. Ah ne, ist Kleriker. Ist Klerikerzeug. Warte, die haben die Einsiedler getötet? Wenn ich das richtig sehe, wollten die Einsiedlerin hier vergewaltigen. Und dann kamen die Pestratten. Vielleicht haben die auch zusammengearbeitet. Na, wobei es sind Plünderer, ne? Also den Klerikern gehört das Radio. Ja. War Orbit wohl falsch. So ein Mist. Aber die hatten aber schon eine schöne Hütte hier. Eigentlich schade. Da machen wir mal aus. Ja, Drecksplünderer. Haben die verdient, dass sie dann von Ratten überfallen worden sind? Wie sieht es denn aus? Haben wir eigentlich einen Lernpunkt? Nee. Wir müssen unbedingt Schlösser knacken, besser können. Also ich habe jetzt die ID. Zum Glück haben wir die Kapuze nicht gekauft, ist mir gerade eingefallen. Wer waren denn jetzt die, die da gelaufen sind und die, die da laufen? Wir gehen mal zu denen da. Das sind Kleriker, ne? Hallo, Fremder. Bevor du weiter in die Wildnis ziehst, solltest du deine Vorräte aufstocken. Ich habe alles, was du brauchst. Was hast du mir anzubieten?
Alles, was ein Abenteurer wie du brauchen könnte. Alter, das sieht so geil aus mit der Dings. Gucken wir mal, was der hier Schönes hat. Boah, ich hätte so gerne ein Plasmagewehr. Oder ein Lasergewehr. Energieschild, auch nicht schlecht. Ein Schachterhemd. Könnte ich tragen. Würde mir 4 mehr Rüstung geben, kostet 1000. Also 1000 ist schon krass. Apfelschnaps. Den gönnen wir uns. Apfelschnaps kaufen wir. Ja, Munition brauchen wir jetzt gerade nicht. Komm, wir gönnen uns mal das Schachterhemd. Ich will so aussehen wie Kleriker. Also. So, und dann verticken wir mal unseren Müll. Das behalten wir, den behalten wir, die Axt haben wir, behalten wir alles. Behalten wir. Die Resistenzringe behalten wir natürlich auch. So. Was können wir denn hier verticken? Ja, hier Mana-Tränke werden wir nicht brauchen. Huch. Elex-Trank behalten wir mal. Wer weiß, wozu wir den noch brauchen können. Der bringt ja Erfahrung. Auch wenn wir den eigentlich nicht nehmen wollen. Ja, Pflanzen verticken wir jetzt erstmal nichts. Pures Mana behalten wir aber auch noch. Aber ich könnte hier sowas, ne? Gut, ich weiß jetzt nicht, brauchen wir Knochen, brauchen wir Elektroschrott, brauchen wir Zähne für unser Handwerk? Aber wir können Bücher, die wir doppelt haben, können wir verticken. Hier, sowas. Ich glaube, hier können wir alles verticken. Wobei, einen Hammer kann man immer gebrauchen. Unbrauchbare Verbandstasche, ne? Braucht doch kein Mensch. Öllampe würde ich sagen, behalten wir mal eine. Ja, Besen. Wobei Besen kann man eigentlich auch immer gebrauchen. Einen guten Becher, einen guten Teller. Können wir auch immer gebrauchen. Einen Kuh, wir wollen ja auch saufen. Wer weiß, vielleicht kann man ja hier auch ein Haus kaufen und man hat dann... Kann das einrichten. Ja, Kelch. Geldbündel behalten wir auch, weil ich glaube, es gibt Sammler, die sowas hier sammeln. Wir haben besseres Klopapier. Ja, Zigaretten. Wir haben ziemlich viele Zigaretten. Aber ich weiß nicht, vielleicht gibt es irgendwann mal einen, der meint so, ich will Zigaretten, deswegen verticken wir erstmal nur 600. Zack. Anleitung, Heiltrank, brauchen wir nur einen. Oh, wir können sogar einen Elex-Trank jetzt herstellen. Die ganze Munitions und so Sachen, die behalte ich alle erstmal. So. Pfennigfuscher. Fuchser oder sowas. Was habe ich eigentlich nochmal gekauft? Ich habe doch irgendwas gekauft. Hier. Alter, stylisch. Wobei ich sehe jetzt aus wie ein Outlaw oder so ein bisschen. Naja, egal. So, bevor wir jetzt mit den Outlaws reden, will ich jetzt nochmal mit der gefälschten ID-Dings zu denen hingehen. Vielleicht kann man ja mit dem... Hey, warte mal. Ja? Ich suche einen Kerl namens Ray. Er ist ein Outlaw und hat meist eine ziemlich große Klappe. Du hast ihn nicht zufälligerweise in letzter Zeit gesehen? Und wenn es so wäre?
Pass auf, du sagst mir besser Bescheid, wenn du den Kerl irgendwo siehst, klar? Was zahlst du für eine Information über Ray? Du nimmst besser den Mund nicht so voll. Du kannst froh sein, wenn ich dir deinen Schädel nicht verbeule. Also jeder will irgendwie Ray. Ich werde dich im Auge behalten. Also ich weiß ja, wo Ray ist, weil ich ja einen Quest habe, der mich genau zu ihm führt. Aber es ist jetzt schon der zweite, der nach Ray fragt. Halt! Keinen Schritt weit! Ohne gültig... Ich will... Leute, ich will euch helfen. Die Outlaws fälschen IDs, ja? Damit die hier rein können. Und ich, will das aufklären, Leute. Halt! Oh. Wegen den Outlaws. Ich würde denjenigen, der sie... Also ich denke, wenn wir die Outlaws töten, würde der uns auch reinlassen. Aber ich will jetzt keinen töten, ja? Also wir sind keine eiskalten Killer. Haben wir bis jetzt eigentlich schon jemanden eiskalt gekillt? Wir haben einen Berserker aus Rache gekillt, würde ich mal sagen. Ne, weil er die Chance ergriffen hat und der wollte halt Beef. Wir haben Duras gekillt. Gut, ich würde sagen, wir klauen uns nochmal eine Seerose. Einst lebten hier zivilisierte Menschen. Reizvoller Gedanke. Der Krieg muss einfach ein Ende finden. Na? Jetzt nicht. Warum nicht? Jetzt nicht. Davon will ich gar nichts wissen. Jetzt nicht. Sowas aber auch. Wo ist Hunter? Ist das Hunter? Ja, wo ist denn jetzt Hunter hin, der Drecksack? Das kann ich nicht glauben. Hier drin, okay. So, wir speichern hier und dann würde ich sagen, sehen wir uns jetzt in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao!